Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered für die PlayStation 4 Part 11. Und bevor ich etwas sage zu der letzten Folge, möchte ich erstmal schon mal ankündigen, dass diese Folge, die ich jetzt hier aufgenommen habe, ein Experiment ist. Ich habe nämlich ein neues Tool, ein neues Werkzeug bestellt. Und wofür das Ganze? Damit ich 60 FPS aufnehmen kann. Ich hoffe, dass das soweit klappt, dass die Technik dann soweit mitspielt und das auch vernünftig darstellt. Ich hoffe mal. Ich war mir erstmal nicht so 100% sicher, ob The Last of Us überhaupt 60 FPS unterstützt. Wir werden es am Ende sehen. Zur Zeit der Aufnahme, also jetzt, die ich gerade mache, weiß ich das noch nicht 100%, aber spätestens jetzt. Klar, ich hätte erstmal vorher testen sollen und so weiter und so fort. Aber ich probiere einfach mal und lasse mich am Ende überraschen, weil das braucht auch wieder Zeit und alles. Dann mache ich wenigstens schon mal das Spiel hier, die Aufnahme. Und wenn ich sehe am Ende, hat nicht geklappt, dann ist es halt so. Aber wie gesagt, 60 FPS, ich hoffe, das funktioniert, wie ich es will. Und jetzt kommen wir aber zu dem, was wir letzte Folge hier hatten. In der letzten Folge waren wir in diesem Hotel gewesen, wo es viel, viel Ärger gab. Ganz, ganz viele, Truppen sind rumgelaufen und, wie nennt man die Truppen? Hunter? Ich würde sagen, Hunter haben die sich ja irgendwie genannt, aber ich bin mir da auch nicht mehr so ganz sicher. Das könnten auch irgendwie Soldaten sein, vielleicht eine Mischung, keine Ahnung. Jedenfalls sind die da rumgelaufen, wir haben die alle natürlich nach und nach ausgeschaltet. Und dann kamen dann wieder solche komische, ich weiß gar nicht den Namen mehr, von diesem riesen Monster, der diese komischen Poren abgeschossen hat. Der hat so einen speziellen Namen, irgendwas mit B, glaube ich, war das. Und den haben wir auch fertig gemacht. Und im Grunde genommen sind wir aus diesem Hotel jetzt rausgekommen. Und jetzt nennt sich das Kapitel, meine ich, lass mich nicht lügen, Finanzviertel oder so hieß jetzt dieses Kapitel. Wir lassen uns überraschen, jetzt ist nämlich die Aufgabe, wir müssen an speziellen, Huntern vorbei. Natürlich mit Unterstützung von Ellie, sie hat dieses Gewehr und muss uns die Gegner vom Leib halten, wenn was Schlimmes passieren sollte. Und dann würde ich jetzt sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich mache jetzt die Webcam aus, damit wir uns 100%ig auf dieses Spiel hier konzentrieren können. Und ich würde sagen, wir starten direkt, wir steigen wieder ein ins Spiel und ich bin sehr, sehr gespannt, was auf uns zukommen wird. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet er überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja. Er will, dass wir alles sichern. Geh zum... Okay, verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Da kann ja nur wir gewesen sein, die er meinte. Wie gesagt, 60 FPS. Ich hoffe, das wird so dargestellt sein. Das kann nicht stimmen. Genau, dass die Crew tot ist. Ich glaube nicht, dass Eindringlinge sie alle erledigt haben. Was, wenn doch? Vielleicht kommt das Militär zurück. Sei kein Idiot. Das Militär interessiert sich nicht dafür. Hör mal, wenn überhaupt war das... Boah, das war knapp. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das mit dem 60 FPS funktioniert. Also bei mir sieht's gut aus. Ich weiß nur nicht, wie es in der Aufnahme dann aussehen wird. Das, wie gesagt, werde ich dann im Nachhinein dann sehen. Auf jeden Fall haben mich einige darauf angesprochen und haben gesagt, hey, wieso machst du nicht mal 60 FPS? Habe ich gesagt, ja, würde ich gerne machen, aber meine Game Capture, meine Elgato, die hat das nicht mitgemacht und deshalb musste ich eine 60 FPS HD-Version sozusagen bestellen. Extra für euch gemacht, ja, also ihr braucht mir nicht loben, ihr braucht nicht applaudieren oder so. Nur ich habe es wirklich aus Interesse natürlich für mich gemacht und natürlich für euch ganz, ganz speziell, weil ich möchte euch natürlich das beste Bildformat hier bieten. Klar, von der Qualität geht immer noch besser, immer noch höher. Aber man darf nicht vergessen, je besser die Qualität, desto größer die Datei. Und desto länger dauert das Hochladen dann auf YouTube. Deshalb nicht böse sein, wenn das nicht 100%ig die allerbeste Quali ist.
Ich bemühe mich, dass es so aussieht, dass man noch überhaupt was erkennen kann. Von daher alles gut. Aber ich habe bis jetzt also nicht, dass ihr denkt, warum spreche ich darauf an. Ich habe da bisher noch keine Feedbacks bekommen, dass es jetzt schlecht wäre. Eigentlich bis, also alles positiv soweit. Das sogar gut ist, die Qualität. Aber ich hoffe, dass jetzt durch diese 60 FPS Maßnahme jetzt ein bisschen besser jetzt wird. Noch eine Schippe obendrauf. Und ich würde sagen, genug geredet von Qualität und Videobearbeitung. Jetzt geht's ans Angemachte hier ins Spiel. Und ihr seht schon, ich analysiere diesen ganzen Park hier, diese ganze Gegend nach Gegnern, die uns hier nicht am Ende nochmal überraschen. Deshalb schaue ich mal überall so ein bisschen nach. Nehme mir so ein Steinchen mit. Für den Fall, falls wir jemanden ablenken möchten. Hinten patrouilliert einer rum. Hier haben wir auch einen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht durch die Tür läuft. Das wäre jetzt hart. Boah, haben wir Glück, ey. Wir haben echt Glück, was das angeht. Also der hätte auch nach rechts gehen können. Okay, perfekt. Aber umso besser. So, jetzt schauen wir nochmal, ob wir hier irgendwas in der Nähe haben. So, er hat irgendwelche Ressourcen dagelassen. Wir brauchen auf jeden Fall wieder neue Munition. So viel ist klar. Weil wir haben hier nur noch 5 Schuss, plus 4 Schuss, plus 3 für ein Gewehr, 4 Pfeil und Bogen. Ja. Und dann haben wir noch eine Schrotflinte, meine ich. Oder ist das die Schrotflinte, die ich habe? Nee, das müsste ein normales Gewehr sein. Gut, dann nehmen wir erstmal hier so ein paar Materialien mit. Hier sieht es aus wie in so einer Bar, würde ich sagen. Mit einer Etage. Also ich wollte schon sagen, 2 Etagen. Klar, Erdgeschoss und nach oben. Wir können ja mal oben gucken, was es da zu erkunden gibt. Vielleicht patrouilliert hier auch einer rum. Mal schauen. Wir werden sehen. Okay. Hier wird nichts sein. Obwohl, in der Nähe habe ich gerade was gesehen. Hier, da unten. Scheint am anderen Gebäude zu sein. Ah, es gibt eine Verbindung. Es ist sozusagen eine... Oder? Ne, ich wollte sagen Treppe. Ist es aber nicht. Ah doch, so ein bisschen. Man hat eine Brettvorrichtung hier hingelegt, damit man hier rüberkommt. Okay, also, wir gehen mal hier runter, würde ich sagen. Autsch, das hat wehgetan. Das hat der Gott sei Dank nicht gehört. Dann würde ich sagen, schnell hinterher. Und greifen. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, Mann. Alles cool. So, erwürgen. Also wenn ich das hier sehe, Computer mit ja, Röhren, also Röhrenmonitor, das muss ja schon ziemlich altmodisch noch gewesen sein. Okay. Weil heutzutage TFT und so, also wenn ich das hier so vergleiche, dann frage ich mich echt, in welcher Zeit das hier gespielt hat. Also scheint nicht allzu alt zu sein. Okay, Basie haben wir sogar noch hier. Oh. Jetzt weiß ich, was dieses Geräusch bedeutet. Das bedeutet immer, wenn ein Gegner in der Nähe ist, dann kommt immer so ein Rauen. So. Also schon mal eine nette Eigenschaft in diesem Spiel, dass man schon vorgewarnt wird. Hey, da ist jetzt jemand. Pass auf, wo du hinläufst. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal hier raus. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch ein paar Gegner patrouillieren. Jawohl. Würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Ohne dass er uns sieht. Natürlich. Vielleicht können wir den irgendwie hier hinlocken. Obwohl, der ist eigentlich ganz alleine. Das sollten wir schaffen. Oh, das war knapp. So, schnell erwürgen. So, der da hinten, der könnte uns Probleme bereiten. Da würde ich sagen, dass wir den auch noch zur Strecke bringen. Weil ich glaube, der patrouilliert gleich in die Richtung. Und dann sieht er im schlimmsten Fall den Körper. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Deshalb muss ich den als erstes oder als nächstes umhauen. Vielleicht können wir irgendwie einen Stein hier einsetzen. Was war das? Ich glaube, es kam von da drüben.
Ah, von da oben ist da auch noch einer. Ha! Gut zu wissen. Okay, das Blöde, was ich finde, ist, dass der, der das jetzt gemerkt hat, nicht durchzieht und sagt, hey, ich habe was gehört, ich gehe jetzt bis da hinten durch. Macht er nicht. Er läuft nur ein Stück. So, hier haben wir Heilung. So, wir haben gesehen gerade, dass einer auf dem Balkon ist. Das bedeutet, wir müssen auch irgendwie nochmal nach oben. Wir müssen wieder durch diesen Weg. Okay, schauen wir mal. Ah, gut, dass wir hier nochmal hingekommen sind. Vielleicht können wir hier noch etwas erstellen. Molotow-Cocktail. Nagelbombe. So, dann haben wir noch eine Verbesserung. Perfekt. Okay, wir müssen höllisch aufpassen. Also da ist Ellie, okay. Das ist schon mal okay. Sie bewacht das Ganze, aber ich glaube, wenn wir gut genug sind, dann wird sie nicht eingreifen müssen. Okay, hier patrouilliert noch einer. Da. Da hinten. Okay, hier kann ich schlecht vorbei. Das bedeutet, es könnte jetzt im schlimmsten Fall krachen. Ich muss auch sagen, dass ich zum Teil Glück gehabt habe. Der hätte auch hier stehen können und mich entdecken können, wie hier zum Beispiel. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, gut, dass wir hier durch die Fenster springen können. Somit kann uns keiner sehen. So, mal ein bisschen vom Blickwinkel weg. Das doch regeln, oder? Und erwürgen. So. Damit haben wir den nächsten wieder niedergeschlagen. Jetzt bedeutet es natürlich endlich, den Typen da unten gleich endlich mal zu krallen. Aber bevor ich das mache, gucke ich natürlich nochmal hier durch die ganzen Schränke hier, ob ich hier irgendwas aufmachen kann, mitnehmen kann, entwenden kann. Jawohl. Oh, Pfeil und Bogen. Okay, gehen wir hier rüber. Okay, da unten ist einer. Das ist klar. Haben wir gesehen. Ich würde den gern mit Pfeil und Bogen niederstrecken, aber wir wollen ja nicht töten. Und da hinten ist noch einer. Oh. Okay, schauen wir mal, wo er jetzt hinläuft. Orientieren wir uns nach dem da. Und dann würde ich sagen, dementsprechend würde ich runterspringen. Okay, der kommt hier hin. Weiß nicht, ob es was bringen würde, von oben runter zu springen. Ich glaube, das würde der merken. Ich weiß nicht, ob es eine Funktion gibt, von oben da so einen K.O.-Schlag zu machen. Also das hätte er hören müssen. Hey Mann, komm schon, mach keinen Scheiß, ja. Hauptsache, wir tun uns weh. Aber nur für einen guten Zweck. Jawohl. Neue Munition. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Ob wir noch irgendwelche Materialien bekommen. Jawohl. Zur Verbesserung. Okay, ich dachte, auf dem Fass liegt auch noch was, aber das war nur eine Täuschung. Hier müssten wir doch vielleicht irgendwas haben. Nö. Okay. Also, ich weiß, dass auf der anderen Seite noch ein Gegner war. Wundert mich, dass ich hier nichts essen kann. Okay, ist schon kalt. Wer weiß, wie lange das da schon liegt. Okay. Ja, sieht wirklich alles runtergekommen aus. Wie so in so einem Weltkrieg oder sowas. Hier, ne, die Stacheldrähter und damit man nicht über die Mauer kommt. Also richtig crank. So richtige Absperrung. Also territoriummäßig. Man merkt, dass die Hunter hier sich was aufgebaut haben. Und natürlich kommen wir jetzt an und zerstören einfach alles, indem wir die alle fertig machen. So. Ich
Weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, den zu verfolgen, weil ich jetzt nicht weiß, ob der sich dreht und uns dann sieht. Und dann sind alle Wachen alarmiert. Okay, er geht wieder nicht in unsere Richtung, sondern in die andere. Trifft sich schon mal sehr gut. Perfekt, dann würde ich sagen, schleichen wir hinterher. Jetzt hoffentlich dreht er sich nicht um. Bleib cool, Mann. Wieso konnte ich den jetzt... Bereich. Such draußen. Was denn jetzt? Sind da jetzt noch mehr dazugekommen? Sieht so aus. Ja, die waren da vorher nicht. Die sind dazugekommen. Oh Gott. Scheiße, der hätte mich schon längst gesehen, eigentlich. Regulär. Ah, jetzt steht's da wieder, ne? Mit dem Erwürgen. Ganz seltsam. Manchmal zeigt er das, manchmal zeigt er es nicht. Naja, ich will es jetzt nicht in Frage stellen, aber... Hast du was gefunden? Shit, da kommen ja noch mehr. Was ist los? Alter, das wird jetzt heftig. Wenn zwei in unsere Richtung kommen, wie soll ich die denn gleichzeitig umhauen? Das geht doch gar nicht. Ich muss sie weglocken, glaube ich. Schnell umhauen. Und schnell weg. Jemand hat erwischt, jemand hat erwischt. Boah, das war aber Glück. Okay. Nein! Ach du Scheiße! Okay, der checkt erstmal alle Körper ab. Ich weiß nicht, ob noch mehr kommen. Boah, Alter, wie viele kommen denn jetzt auf einmal? Krass, also das... kann... Scheiße, ich wollte schon sagen, das kann niemals gut gehen. Was ist... verdammt! Aua! Und rüber! Aua! Jetzt übertreiben die es aber. Aua! Okay. Den müssen wir auch noch kriegen. Aua! Ah! Schnell weg! Ich muss mich heilen. So, schnell heilen, sonst ist alles umsonst. So. Puh. Gut gemacht. Okay, ich glaube, das war so ein bisschen beabsichtigt, dass man nicht alle lautlos umhauen kann. Also schon allein, dass so viele Gegner auf einmal kamen, das kann einfach nicht funktionieren. So, ich würde sagen, ich versuche es mal nochmal mit Pfeil und Bogen, auch wenn ich damit nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Okay, das ist das, was ich meine. Das hat nicht richtig gefruchtet. Aua. Ah. Aua. Ey. Jetzt darf ich auch mal. So. Oh oh. Ah. Lass ihn los, du. Okay, Ellie hat wieder gute Arbeit geleistet, so wie man das rausgehört hat. Okay, ihr könnt kommen. Hä? Ihr könnt kommen? Das scheint ein Fehler zu sein. Da unten stand das Richtige, aber er hat das Falsche gesagt. Der Joel.
Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. Ja, immerhin hat sie uns das bewiesen. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Okay, dann heben wir mal Munition auf. Ich muss mal gucken. Also, durch diese Aktion, die jetzt natürlich Ellie erfolgreich gemacht hat, hat sie uns gezeigt und bewiesen, dass sie mit Waffen umgehen kann. Und das finde ich schön, dass Joel jetzt endlich mal seinen Schweinehund überwunden hat und gesagt, ja, hier, du kriegst jetzt die Pistole in deiner Größe. Klar, das ist wieder so Ehrensache gewesen. Ja, du kriegst keine großen, ne? Ich bundle nur die großen Sachen und du die kleinen. Aber der Wille zählt, ja, dass er das Vertrauen Ellie gegeben hat. Und das finde ich schon mal ganz gut. Das kann ein gutes Teamwork noch werden, habe ich das Gefühl, in naher Zukunft. Aber ich lasse mich überraschen. Okay, jetzt müssen wir gucken, wo wir weiterkommen können. Don Fiocchi Subs. Hey, ich habe jetzt Hunger, wenn ich das so gerade sehe. Aber ich glaube, hier können wir nichts nehmen oder so. Oder bedienen, kochen. Nö. Okay. Wer hätte das gedacht, dass man das nicht holen kann? Also ich habe zu viele Erwartungen, dass hier noch irgendwo was zu essen gibt. Naja. Gucken wir mal, wo es weitergeht. Ich weiß jetzt nämlich gar nicht, wo ich jetzt gehen soll. Klettern können wir auf jeden Fall hier nicht. Hier scheint alles mit Stacheldraht. Ja, hatten wir ja schon gesehen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo auf einer höheren Ebene hin müssen. Und dann quasi darüber. Müssen wir hier... Ne, müssen wir nicht. Wollte sagen, hier vielleicht oben drauf. Ah, vielleicht doch. Mal gucken. Ne, doch nicht. Hier hört der Spaß auf, weil hier komme ich nicht weiter. Vielleicht kann ich noch höher klettern, aber ich meine, hier war doch irgendwas gewesen. Naja. Okay. Schade. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es weitergehen könnte. Nochmal kurz nachforschen, ob wir hier irgendwas mitnehmen können. Hier der Lager. Auf. Was war das denn? Achso, eine Flasche. Können wir hier irgendwie durch? Achso, das war der Weg. Alles klar. Ja, jetzt. Was ist das denn hier? Alter, was ist denn hier los? Okay, hier haben wir noch was zum Sammeln. Fireflies Notiz. Lesen wir mal. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen, das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht wie Sie auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für Ihre eigene Stadt verdienen. Und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite dieses Landes sitzt. Wir sollten uns ihrer entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht auf selbst reagieren sollten. Also jemand hatte keine Lust auf die Firefly-Regierung sozusagen und dann, denke ich mal, hat sich das so ergeben, dass die Hunter sagen, nö, wir machen jetzt unsere eigene Regierung. Defizite ist das Stichwort. Man ist sich nicht einig und so entsteht halt Krieg, wenn nicht für alle, alles gleich geregelt worden ist. Ich weiß, ich werde gerade so ein bisschen politisch, aber Politik ist auch nicht so meins, aber so das Grundprinzip, so habe ich verstanden. Okay, wo können wir denn jetzt weiter? Das ist jetzt die Preisfrage. Ja, das sieht irgendwie gut aus. Ja, hier, guck mal. Habe ich mir schon fast gedacht. Sieht so einladend aus. Der arme Joel, der muss hier immer alles selber machen. Ding, Ellie. Okay. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Perfekt. Gute Idee. Also das hatten wir ja schon sowas ähnliches schon gehabt mit Ellie. Da hat sie das auch hochgehalten.
beziehungsweise die Kette dran gezogen. Jetzt in dem Moment hat sie geklemmt. Dann war das eine gute Idee, hier mal diesen Wagen dazwischen zu stellen. Hätte ich von vornherein immer gemacht. Aber okay. Schauen wir mal. Hier haben wir auch noch ein paar Utensilien zum Einsammeln. Was haben wir hier noch? Oh. Jetzt hilf mir doch mal hoch. Hm? Ach, du willst da hoch. Ohne mich zu fragen. Erstmal heilen wir uns. Das ist erstmal wichtig. So, zack. Können wir was Neues erstellen? Nö, uns fehlt Alkohol. Okay. Dann würde ich sagen, helfen wir ihr mal hoch. Müssen wir uns wahrscheinlich jetzt hier richtig hinstellen. Oder? Wo willst du denn hoch? Eigentlich hier, ne? Anders geht's ja gar nicht. Ich weiß nicht, mir fehlt jetzt gerade die Interaktion. Na. Wird das noch was? Ich weiß nicht, ob das gerade ein Fehler vom Spiel ist, aber irgendwie fehlt mir gerade diese Interaktion, dass ich eine Taste drücken muss, damit Ellie da hochkommt. Oder ich muss mit ihr reden. Das kann natürlich auch sein. Oder? Hilf mir mal damit. Ich habe... Okay. Habe ich mir schon fast gedacht, dass wir das auf diesen Weg machen. Okay. Dann versuchen wir es mal. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Warum hat das nicht geklappt? Müssen wir doch so rummachen. Ja, ja, klar. Ist eigentlich logisch. So. Dann wollen wir mal hoch. Ja. Geht doch. Aber eine Interaktion wäre auch mal schön gewesen, dass man mehrere Möglichkeiten hat, irgendwas hier zu machen. Aber okay, scheint dem nicht so zu sein. Ist auch nicht schlimm. Ich würde sagen, hier können wir wieder rumwerkeln an unseren... Hier müsste es doch ganz gut gehen. An unseren Werkzeugen. Wir schauen mal, was können wir machen? Wir haben 162 Zahnrädchen. Wir könnten Halter für eine zweite Pistole. Ja, haben wir ja schon. So, wir könnten jetzt Aufladetempo verbessern, Schussfolge, Magazinkapazität, Revolver, Jagdgewehr, auch Verbesserung, Pfeilbogen, irgendwie fehlt uns noch sehr viel Sachen. Also hier diese Zangen-Symbole. Also wir haben ganz viele Teile, genau, Teile nennt man das, sehe ich jetzt gerade unten rechts, und Werkzeuge. Fehlen uns noch ein paar. Okay, da können wir nicht viel machen. Müssen wir noch abwarten, bis neue Werkzeuge dann kommen. Scheiße, runter, runter! Au! Boah, du Arschloch. Eiskalt erschossen. Kein Essen. Das ist paar Schuhe. Wir haben nichts. Hier, hier. Oh Mann. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Ey, voll krass. Woher nehmen die sich das Recht aus, einfach Menschen... einfach Menschen zu töten? Die nehmen sich einfach das Recht raus, ey. Das ist doch voll assi, ey. Ah, ich hoffe, dass wir die auch noch irgendwie erledigen können. Also das haben die hilflosen Menschen, also sprich jetzt die Frau da und der Mann, nicht verdient. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie mal da eine Straftat vollzogen haben, weil das, was die gemacht haben, das ist eine Straftat. Naja, kümmern wir uns nicht darum, wir gehen einfach mal weiter. Und hier geht es aufwärts, richtig aufwärts. Und immer überprüfen, ob hier nicht jemand in der Nähe ist. Man weiß nämlich nie. Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten uns aus der Stadt geschafft. Scheiße, jetzt kommen noch mehr Gegner. Wir müssen uns hier verstecken.
Kommen die jetzt hier runter oder was? Alter. Das wär's noch. Scheiße, die kommen runter. Shit. Wenn man das hört, wenigstens haben die Angst. Du musst trotzdem wachsam bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Hä? Das war die Mädchen. Okay. Hä, das ist ja unlogisch. Ich wollte schon sagen, die Gegner haben Ellie doch schon längst gesehen. Und dass die da nichts machen, das ist schon ein Wunder. Okay, der hat Schiss bekommen und ist einfach abgehauen. Na los. Okay, den überraschen wir jetzt gleich, würde ich sagen. Ich frag mich nur wie. Ich glaube einfach Frontalangriff. Ah, doch nicht. Immer mit der Ruhe. Alles ist cool, Mann. Guck mal, das Erwürgen ist schon wieder nicht angezeigt. Aua. Das hat sich so angehört, als hätte ich ihm seine Nase gebrochen. Okay. Naja, lieber das als töten, ne? Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier noch was haben. Hier sind Toiletten, die zugesperrt sind. Man geht davon aus, dass sie defekt sind, kaputt sind, keiner besuchen will. Naja, wie auch immer, wir gucken einfach mal hier weiter. Hier haben wir einen Stein zur Ablenkung. Hier können wir nichts aufsammeln. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas Schönes hier kommt. Sieht erstmal auf den ersten Blick nicht so aus. Hier habe ich noch was gesehen. Letzte Angriffnotiz. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Ein Großteil ihrer Streitmacht zog sich zur Liberty Avenue zurück. Um Mitternacht schlagen wir zu. Trommelt alle Kampffähigen zusammen und bewaffnet sie. Wer noch sehen kann, kann auch kämpfen. Jeder, der sich weigert, mit uns zu kämpfen, wird vertrieben. Jeder, der die Armee unterstützt, kann ein Exempel statuieren. Heute Abend werden wir dieser Tyrannei ein Ende setzen und ein neues eigenes Leben beginnen. Also hier hat der ganze Aufstand begonnen. Okay. Hier hat man das anscheinend auch alles geplant. Ein Büro mit mehreren Arbeitsplätzen. Ich weiß nicht, ob die das hier verwaltet haben, den ganzen Scheiß. Naja. Gucken wir einfach mal hier. Cola-Automat. Oder? Ja, sieht aus wie Cola. Special Cola. Ich weiß nicht, ob die Macher von The Last of Us, ob die sich die Rechte hier eingeholt haben, Cola hier Werbung zu machen. Aber soll mir egal sein. Okay, gucken wir einfach mal weiter. Ja, so wie es aussieht, müssen wir hier runter. Das ist auch gar nicht so... Was steht da? Dam of Wolf? Also das Plakat, was ich da vorne gesehen habe. Ich guck mal eben um den Laster herum, weil es kann sein, dass hier irgendwas versteckt ist. Okay. Doch nicht. Hätte ja sein können. Man muss immer neugierig sein und immer offen sein für alles, hier was zu finden. Ja, Dam of the Wolf. Okay. Ein sehr, sehr schönes Bild. Sieht echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Okay, gehen wir weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier gleich wieder irgendeine Zwickmühle kommt, wo wieder viele Gegner sind. Aber jetzt sieht es noch relativ ruhig aus. Ich habe von der Crew im Osten gehört. Sie haben nichts. Was sollen wir machen? Ja, da fahren sie gerade durch. Vielleicht können sie sich auch. Ich hoffe, Eindringlinge sich zeigen. Okay, hier ist eine Falle, die wir nicht entschärfen können, leider. Okay, da sind zwei. Ah, hier sind Materialien. Würde ich sagen, nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob wir was erstellen können. Medikit. Nope. Beeil dich! Was denn? Was ist los? Warum soll ich mich beeilen? Wer kommt? Kommt doch keiner. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ah, da hinten. Da passiert doch nichts. Ja, ich sehe ihn. Deckung.
Okay, es kann auch sein, dass wir die nicht angreifen dürfen. Das Mädchen haben? Und das Kind, ja? Ja, die. Und die, die im Truck waren. Okay, da ist einer. Den müssen wir gleich niederschlagen, würde ich sagen. Hey, wie lange sollen die hier denn noch dumm rumstehen? Keine Ahnung. Los, wir gehen mal zu den Jungs weiter runter. Boah, das war schon zu spät. Ich hätte viel früher angreifen sollen. Boah. Hier hinten haben wir nichts zum Verstecken. Gehen wir mal wieder hier zurück. Ich glaube, hier haben wir die bessere Versteckposition. Okay, der Typ da, den will ich als nächstes krallen. Vorausgesetzt, er sieht uns natürlich jetzt erstmal nicht. Weil wenn er uns sieht, dann ist die ganze Tarnung aufgeflogen. So, wir haben ihn. Perfekt. Nummer 1 ist fällig. So, jetzt ist Nummer 2 dran. Nicht, dass der da die ganze Zeit nur stehen bleibt. Das wäre ja die Härte. Ha! Wie soll ich den dann rauslocken? Ja, okay, mit Stein oder Flasche oder so. Boah, den muss aber erstmal hinlocken. Scheiße! Boah, hab ich mich erschrocken. Okay. Okay, denen haben wir einen Headbutt verpasst. Okay, jetzt wird's, glaube ich, wieder ein bisschen laut. Gut. Okay, also nicht wundern, wenn ich jetzt gerade ein bisschen ruhiger werde. Ich muss mich jetzt natürlich darauf konzentrieren, die Gegner so ein bisschen gezielter zu töten. Hallo! Bam, bam, bam! Und auf die Mütze! Gut, perfekt. Immer so gut es geht, zu versuchen natürlich wenig Munition einzusetzen. Wo ist denn der nächste? Ach, da kommen noch mehr. Die Säcke. So, Freundchen. Da liegst du. Gut, haben wir noch mehr von den Ganoven? Ich würde sagen, ja. Fragt sich nur, wo. Okay, hier erstmal nicht. Wahrscheinlich in einem anderen Haus. Würde ich erstmal sagen, gucken wir uns mal schnell hier um, bevor es weitergeht. Ah, hier haben wir noch eine Schublade. Perfekt. Ui. Truck-Notiz. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Ah, ich kann nicht mal in Ruhe lesen hier. Blödmann. So. Kann ich jetzt mal in Ruhe lesen? Oh Mann. Ertragen und überleben. So. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Okay. Schauen wir nochmal. Truck-Notiz. Da. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben.
Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen, oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf in den Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Was ist denn ein Humvee? Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50-Schützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Ja, wir. So, okay. Scheint jetzt ruhiger gewesen zu sein, hier. Geworden zu sein, vor allem. Ich guck noch eben hier um die Ecke. Hier habe ich nämlich irgendwas blinzeln sehen. Und ich hatte recht. Hier gucken wir mal. Ja, Medikit können wir erstellen. Sehr schön. Messer eigentlich auch, aber habe ich in letzter Zeit nicht mehr so oft eingesetzt. Deshalb habe ich voll viel davon. Okay. Hauptsache, wir können noch was mitnehmen. Gut. Sieht erstmal nicht so aus, als würde hier noch irgendwas Nützliches rumliegen. Außer vielleicht was zu essen. So. Hier könnte man noch rein. Ah. Na bitte. So viel zum Thema Messer. Okay. Oh, Pillen. Oh. Sehr schön. Also das hat sich auf jeden Fall bis jetzt hier, was ich gesehen habe, gelohnt. Hier auch. Oh, Munition. Sehr, 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 sehr schön. Werkzeuge auch. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, nachladen. Den gegebenenfalls auch. Müssen wir nicht, haben wir schon. Okay. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Oh Gott, Alter. Guck dir das mal an, ey. Wie lange liegen die da schon, dass sie so verwest sind? Dass die Knochen da gezeigt werden. Boah. Okay, so wie die da liegen, da wird das denen auch noch irgendwann ergehen. Dieses Leid. Aber okay. Die sind ja schon erlöst, von daher leiden die nicht mehr. Gut, gehen wir hier rein und schauen wir mal, was hier los ist. Wahrscheinlich nichts mehr. Die ganzen Ganoven sind alle runtergekommen. Um sich alle freiwillig töten zu lassen. Was haben wir denn hier? 10. Oktober. Ich sah gerade, wie ein Mob Captain Mastros und den Rest des Trupps mit Benzin übergoss und bei lebendigem Leib verbrannte. Die Tiere feierten das sogar. Ein alter Sack hat sich beschwert, das sei Benzinverschwendung. Es waren einfach zu viele. Ich konnte nur fliehen, aber ich erinnere mich an alle Gesichter. Ich könnte jeden einzelnen jagen und zur Strecke bringen. Okay, also hat jemand hier... Ja, beobachtet und würde gerne alle verpfeifen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt wurde er schon längst erwischt und getötet. Okay. Ich meine, hier ging es noch nach oben. Bevor wir nämlich... Ah, okay. Hat sich erledigt. Alles voll mit Schränken. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Ich weiß nicht, wo die Ellie schon wieder ist. Aber sei es drum. Haben wir wieder ein schönes, ich wollte schon sagen Werkzeug, aber ist es ja nicht. Eine schöne Waffe haben wir gesammelt. Eine Nahkampfwaffe. Okay, hier geht's nicht weiter. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als hier runterzulaufen. Boah, boah, hab ich mich erschrocken. Alter, ich bin fast tot. Boah, was war das denn, ey? War das eine Falle? Die ich nicht gesehen habe? Das kann natürlich sein. Boah, ich habe mich voll erschrocken. Wir sind doch nicht in meinem Horrorspiel. Okay, ich hätte besser aufpassen sollen. Ich war zu naiv hier gewesen, hier so einfach rumzulaufen. Okay, vielleicht bin ich es ja immer noch, aber das war gerade nicht schlecht. Zumindest was der Schreckfaktor angeht. Gut, also hier haben wir nichts. Hier haben wir noch eine Flasche. Jetzt die Frage, wohin? Von da kamen wir eigentlich regulär.
Müssen wir hier wieder vielleicht rüber? Kann ich mir eher vorstellen. Weil das wäre ja sinnlos, wenn wir jetzt einfach nur so im Kreis gelaufen wären. Vor allem, wo ist die Ellie? Die muss ja irgendwo gerade sein, wo es weitergeht. Wo ist sie denn? Da. Also irgendwas muss da hinten sein. Ah, okay. Oh, ich bin so doof. Hey, hilf mir hoch. Ich bin dabei. Okay. Na bitte. Gutes Teamwork. Jetzt wissen wir wenigstens, wie es weitergeht. Wir sind fast da. Ah, perfekt. Gleich am Ziel. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es zu einfach ist. Da kommt doch bestimmt gleich was. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Okay. Weit und breit keine Materialien. Doch, hier. Immer auf so ein... Auf da so ein, ist noch eins. Auf so einer Halde hier. Auf einer Müllhalde findet man immer nützliche Sachen. Ich glaube, wenn wir in Wirklichkeit... Die Booster sind überall. Ich glaube, wenn wir in Wirklichkeit in unseren Toiletten da jetzt rumwühlen würden, würden wir nichts Brauchbares finden. Ich habe den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Das ist auch das Mindeste, was man sein muss. Ich war es zumindest nämlich nicht gewesen, ja? Vorhin mit der Aktion, mit der Falle. Also da bin ich richtig reingelaufen. Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Ah, okay, dann müssen wir uns verstecken. Klar, ich kann durch die Wand Sachen nehmen. Oh. Da kommt gleich einer uns entgegen. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Klicker gerettet. Ich denke drüber. Ich hätte dich verrecken lassen. Oh Mann, ich mach's dir, wenn du damit aufhörst. Ich hoffe, es wird wirklich gut. Danke, Mann. Da schmeckt das gut. Okay, wir dürfen, glaube ich, nicht entdeckt werden. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir entdeckt wären. Ob die jetzt die ganze Kolonne rufen, ob der Wagen kommt und uns abschießt, keine Ahnung. Verdammt, ich habe was gehört! Ja, was zum Teufel war das? Danke. Okay, ich glaube, das hat jetzt jeder gehört. Okay, also die haben wirklich was gehört, indem ich da natürlich rumgelaufen bin, in dem Gras. Da haben die Geräusche gehört, das Rascheln. Also doch ein bisschen hellhörig. Hätte ich nicht gedacht. Weil normalerweise, wenn ich vor hinter denen direkt vom oberen wie nennt man das, wenn ich vom Balkon da vorhin war, ne, hatte ich ja in der Folge gehabt, wo ich vom Balkon runtergesprungen bin, direkt hinter denen und ich stöhne dabei, dann hört er das nicht. Aber wenn ich hier durch die Blätter laufe, das hört er. Also, auf, was ich sagen wollte, auf einen hohen Vorsprung oder Hochsprung, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Aber egal, kümmern wir uns jetzt erstmal um die bösen Buben.
Die sind nämlich gewarnt. Hallo. Oh, verdammt! Er ist da drüben! Wir müssen aufpassen, dass wir nicht getötet werden von diesem Ding. Na komm. Wer soll mal hier hinkommen? Der Sackgesicht. Oder das Sackgesicht. Na los, zeig dich. Bam. Jetzt die Frage, können wir den Wagen überlisten? Oder werden wir sofort getötet? Ich würde es gerne mal wissen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es gleich nach hinten losgeht. Boah. Alter. Eine Art Geschütztor. Bleib unten. Okay, da kannst du auch wenig dagegen machen, glaube ich. Aua! Nein! Boah, ich bin so blöd. Okay. Och nö, nicht schon wieder. Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, dass wir diese Rubrik, diese Abteilung auf die nächste Folge verschieben, weil es wird doch wieder länger. Ich sehe gerade knapp 50 Minuten schon hier die Aufnahme. Also wir machen auf jeden Fall eine gute Pause. Ich hoffe, dass es, wie gesagt, finde einen Weg um den Truck herum. Ah, okay. Ja, ich hoffe, dass das mit 60 FPS, ne, ob das, dass es gut geklappt hat für heute. Kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht geklappt hat. Wir werden es jetzt gleich sehen. Also ich zumindest gleich nach der Aufnahme. Und mal gucken. Ich würde sagen, nächste Folge wird dann morgen sein. Dann kümmern wir uns mal hier um die Bösen und um den Truck herumlaufen. Bin gespannt, wie das genau funktionieren soll. Mal gucken. Wir dürfen auf jeden Fall, glaube ich, keinen töten. Zumindest nicht laut töten. Weil sonst ist der Truck gewarnt und lässt uns nicht mal an ihn rankommen. Deshalb, naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr euch auch. Und bedanke mich ganz herzlich nochmal hier für eure Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao.